Peace, Leute, und was geht ab? Und willkommen zu Adenbrost. Ja, Leute, heute ist soweit. Ich fahre mit dem Papa, mit meiner Schwester. Hinten sitze ich, aber ich mag es halt nicht sein, ja, ist egal. Und ja, Leute, wir fahren zum Papa, seiner Familie, und da feiern wir heute Weihnachten. Stimmt's, Papa? Ja. Und ja, Leute, ich wollte euch nur sagen, das wird heute voll cool. Da schauen wir mal, was mir das Christkind bringt, und der Bambi auch, genau. Und ja, Leute, halt die ganze Familie kommt, das ist hier voll schön, ja, und ja. Nur habe ich euch eh schon gesagt, am 24. wie ich das Video gemacht habe, ja, habe ich das gesagt euch wegen der Oma, weil leider ist sie gestorben, ja, kann man nichts machen. Sie hat ja, Krebs gehabt, und ist halt voll komisch, aber ein bisschen, ja, aber es wird eh passen, ja, oder Papa? Ja. Aber ich hoffe, dass der Herr mich für eins mal anfängt. Ja, weil mein Onkel, ein Onkel von mir, der hat voll zu Weihnachten gefangen. Ja, wie es mit dem Begräbnis waren, wir alle. Ja, aber ist leider so. Ich fahre einen Vogel, so. Fliegt da. Bruh. Ja, Leute, und ich wollte nur sagen, wir fahren mal bald. Wir sind schon unterfahren. Um 4 Uhr treffen wir uns alle. Mein Onkel, meine Tante kommen alle, mein Papa. Meine Schwester sind so. Wir schauen schon zusammen hin zum Opa raus. Also wir fahren schon raus in die Ortschaft, und wo mein Opa halt wohnt. Und ja, Leute, ich wollte euch nur sagen, dass wir. Ah ja, und Leute, hinter dem Zimmer, da sehen wir uns dann später wieder. Und dann sehen wir. Da mache ich mit euch die Geschenke auf. Da bin ich auch gespannt, was in die Geschenke drin ist. Und der Titel heißt so, von dem Video heißt der Titel so, es ist Weihnachten Teil 2 plus 3 Geschenke öffnen und Unboxing. Genau, so schreibe ich es hin. Da bin ich gespannt, Leute. Ja, Leute, ich wollte nur sagen, dass wir es dann gleich rausfahren, und dann und am Schluss lasse ich wieder 2 Leute grüßen. Mein Instagram-Namen sage ich wieder, und ja, und das sage ich jetzt schon, eine Stimmseite. Und vergisst mir nicht, jedes Video, dass kein Video mehr verpasst, und seid auf dem neuesten Stand. Ja, Leute, dass wir einfach und vergisst mich nicht, kostenlos zu abonnieren und eben auf das Glöckchen drücken, dass ihr keine Nachricht mehr verpasst. Genau, Leute. Und ja, Leute, das Coole ist einfach, heute ist Bescherung. Mein Papa mag ich von Papas Familie. Mein Papa ist eine Familie, wo wir alle zusammen sind, auch. Ja. Bei meiner Mutterfamilie, wo wir auch alle feiern, da mache ich die Bescherung nicht so, weil das, ja, jedes Jahr, die letzten paar Jahre war es nicht so cool da oben. Aber mein Papa ist eine Familie, wo wir alle zusammen sind, finde ich immer am geilsten, und da freue ich mich immer am meisten, mein Papa ist seit Weihnachten. Ja, Papa. Ja. Ah, der Mechaniker ist da. Ah ja, der Mao. Ist der Mao? Mao. Der Mao. Der Hannes ist das. Hannes, okay. Ist der Feiertag. Oh ja, er arbeitet irgendwas. Für sein privates Auto. Ja. Genau. Ja, Leute, jetzt sind wir schon gleich da. Geil. Ja. Also Leute, ich beende dann gleich das Video. Aber später, das Video beende ich lange noch nicht. Aber später irgendwann mache ich das. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Und dann seid gespannt, wenn die Geschenke öffnen. Vielleicht komme ich dazu. Ja, Leute, und das ist jetzt gespannt, was unter den Geschenken ist. Eine Sache weiß ich schon, weil das sage ich mal grunschen. Aber seid einfach gespannt, was die eine Sache ist. Das sage ich dann auch nochmal. Und ja, Leute,
Dann sind wir gleich da, wenn wir angekommen sind, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dazwischen mache ich auch ein kurzes Video, wenn was Spannendes ist oder kommt. Und es, ja, etwas Kurzes, ein Ausschnitt oder so. Hallo. Hallo. Wer ist denn wer da? Hä? Aha. Aha, sind. Wie gehört der Porsche bitte? In Herbert? Ja. Was ist jetzt ein Porsche? Ey, der war sicher teuer, oder? Der Porsche ist voll teuer sicher. Ich glaube, wie viel? 30.000. Echt nur? Ja. Wo sind die? Ja. Ja, Leute, sind wir angekommen, genau. Und Leute, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn sich was Neues tut, beim neuen Video. Wir sehen uns dann beim Video wieder. Und ja, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn sich was Neues tut. Und dann später bei den Geschenken auspacken. Bis gleich. Oder bis später. Ja, Leute, hallo zurück. Und jetzt, Leute. Ja, Leute, jetzt war schon eine schöne Bescherung. Jetzt war schon die Bescherung. Es war schon Heiligabend. Also die Bescherung war schon. Jetzt vor 5 Minuten haben wir aufgehört. Da haben wir ein Lied gesungen. Stille Nacht, heilige Nacht, genau. Das haben wir gesungen. Alles. Das machen wir immer bei Papa, seiner Familie und wir zwei. Nein, Spaß, Leute. Ja, Leute, schau. Also das erste Geschenk, da steht Daniel drauf. Und das Paket öffnen wir mal. Also die drei Geschenke habe ich bekommen. Das. Und so eins. So, das wissen wir. Hey, Leute, erinnert euch, vielleicht wissen das ein paar von euch? Stopp. Nein, Leute, schau, das öffnet auf beiden Seiten oder gleichzeitig aufmachen. Ups, wollte ich nicht. Auf beiden Seiten öffnet das man und dann, boom, kommst du aus Vollfest. Und das ist eine Klopapierrolle mit so einem Geschenkpapier oder in sein, mit so ein Weihnachtsgeschenkpapier oder ein Geschenkpapier, einfach öffnen und dann boom, fliegen die ganzen Süßigkeiten raus, weil die meisten Süßigkeiten einsammeln, hier ist Zucker oder so, der hat dann gewonnen, das ist so ein geiles Spiel. Gibt's ein Last Like, damit ich das mal zu Fasching machen soll. Ja, Leute, oder... Ja, das öffnen wir mal als erster. Wetten wir, Leute, ist das Geld drin. Geld, Money. Ja, das Geld drinnen. Und? Ja, genau, meine Schwester hat die gleiche Verpackung gehabt, aber seine... Mein Papa hat das eingepackt, also das Christkind, ja, mein Papa hat, ja, schaut, Leute, und, Leute, wenigstens was, schaut mal, was ich bekommen habe, 50 Euro, geil, danke Papa, wenn du das siehst, das Video, danke dafür, ich gebe einen Kuss auf. Ich gebe dir einen Kuss und ja, Leute, Schatz, Schatzseite. Nein, ich zeig's euch alles dann, wenn ich dann alles ausgepackt habe. Also 50 Euro schon bekommen, danke Papa. Papa. Sie wieder in den Karton rein. Das kommt das nächste und ich bin gespannt, weil da sicher. Und Leute, jetzt weißt ihr, jetzt kann ich euch sagen, weil ich habe euch vorhin gesagt, wie wir hergefahren sind zu meinem Opa, zu meinem Papa, zur Familie, wie wir hergefahren sind, habe ich gesagt, ich bekomme das eine, was ich schon weiß, das Geschenk, das habe ich schon fix bekommen,
Also weil es auch ein Preis, weil der Papa unabsichtlich gesagt der Papa, 40 Euro das Geschenk kostet, ja, und ja, ich sag mal Geschenke nicht, wenn man zu Weihnachten bekommt oder zum Geburtstag, aber ja. Ich mag immer trotzdem nachfragen, weil das ist so gespannt, oder ich wollte nur wissen, wie teuer das ist oder wie billig oder wie teuer halt, ja. Ja, Leute, und das machen wir das nächste auf. Und das ist, jetzt wisst ihr, wisst nicht, was da drin ist? Ich habe von Papa ein PS4-Headset gewünscht. Genau, und das ist sicher da drin. Jetzt machen wir das mal auf. Leute, das ist so ein Stück nur. Geil. Geil! Das ist ja eine Hose. Schaut's mal, Leute. Ja, aber bist du zu groß? Scheiße. Ja, es geht aber. Hey, es geht auch fast. Ein bisschen muss ich noch reinwachsen, aber ein bisschen größer die Hosen. Wenn ein bisschen größer die Hosen sind, ist sie besser. Eine Jeanshose, nein, keine, eine Trainingshose habe ich bekommen. Das ist die Marke Nike. Geil, Leute. Und jetzt das PS. Ja, Leute, und jetzt kommen wir zum PS4. Die Hose, ich weiß nicht, wie viel das war. 50 Euro ich bekomme. Danke, Papa. Und von meiner zwei Tanten, von meiner Mutter, ihrer Familie, bekomme ich auch. Ich hoffe, ich glaube, ich hoffe, dass ich wenigstens 250 Euro zusammenkriege. Wenigstens 200. 50 Euro. Wenn nicht, dann halt 200, aber höchstens 200 mal schon. Ich mag mal neue Nike Air Force kaufen. Da machen wir vielleicht einen Teil 2 Umstyling und meine neue, was? Halt Umstyling Video. Der zweite Teil, der erste Teil hat 17 Daumen hoch und 900 irgendwas, aber mehr hoch. Danke, Leute. Ich danke. Ihr feiert meine Videos so hart, ich weiß. Ja. Bin ich gespannt, wie das ausschaut. Das bin ich am meisten gespannt. Alter, Leute, schaut mal! Da unten steht jetzt PS4, PS4 Pro. Ja, okay, es gibt alle PS4 Slim, die normale PS4, die zweifache, die erste, was rausgekommen ist, dann kommt die Slim raus und zum Schluss ist die PS4 Pro rausgekommen. Und es gibt schon die PS5, die 5er, die 5er. Geil ist das, bist du deppert? Ja, Leute, voll geil! Alter, geil, bist deppert. Alter, Leute, ist das geil! Und jetzt zeige ich euch alles von nah. Bis gleich. Also, yo, Leute, hallo zurück und das ist die Hose? Hose! Nein, Spaß! Ja, Leute, das ist es. 50 Euro sind drin, das kannst du dir nochmal zeigen, Schatz. Schatz, ja. 50 Euro, geil. Ich krieg sicher 250 Euro zusammen. Ich krieg. Ja, mein Freund kriegt. Alter Leute, ihr könnt sich nicht vorstellen. Mein Freund bekommt. Und das ist PS4. So schaut das aus, das ja, schaut eh geil aus. Ehrlich. Ja, und. Ja. Ja, Leute. Und das Coole ist, Leute. Ich krieg nicht mehr so viel Geld, weil ich selber arbeiten schon verdiene mein Geld. Aber wie gesagt, mein Freund, könnt ihr es vorstellen, Leute, mein Freund, der Marvin, den habe ich immer grüßen lassen. In den vorletzten Video oder im dritten, in das dritte Video von vorher vorgespult.
der Marvin, mein Freund, der bekommt, boah, so ab 300 Euro bis, oh, der hat mal zusammen bekommen 650 Euro oder 550. Das, oh, warum kriegt das so viel? Wie von seiner Oma gleich 100 Euro, einfach so. Oder zum Geburtstag und Weihnachten, voll geil. Ja, aber er ist ein guter Freund, ich mag dich. Und wenn du es auch siehst, Marvin, ich lasse dich grüßen, gell? Grüß dich raus. Und na mal, in diesem Video lasse ich dich dann später gleich grüßen. Ja. Leute, wir sehen uns gleich wieder und dann hole ich den Papa und sag danke dafür alles. Ja, Leute, hallo zurück und jetzt, ich hole schon Papa, wartet. Papa? Hallo Papa, ich lieb noch, macht ja nichts aus. Alter, ich hab auch 50 Euro kommt die Hose, ja. Ich bekomme das Headset. Ja, für die WG hätte ich geklappt. Ja. Für die WG, das ist glaube ich die Pasta, glaube ich. 50 Euro hast du dann Geld und die. Von mir kriege ich auch 100, 200 Euro. Hat er Freude, ne? Ja, danke Papa. Die WG ein bisschen. Ja. Und im Fernsehen, das werden wir auch noch machen, oder? Ja. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die PS3 kann ich nach Hause nehmen, sonst mach ja, was. Grundsätzlich brauchst du es dann beim Fernseher unten. Weil beim Fernseher kannst du dann was ausstecken. Ja. Aber was für ein Fernseher ob. Aber in die WG macht sie gerne die PS2. Weil das ist auch mein Fernseher, jetzt weiß ich nicht, wie die Anschlüsse sind. Ja. Probleme oben sind, aber weiß ich, ob das dann geht. Da haben wir nicht einmal Fern, da haben wir nicht einmal Fernbedienung. Da haben wir uns den Anschluss sehen. Ja. Das Kabel da. Das Kabel ist das Gas da für das. Ja, aber für den Satelliten. Da. Ich habe ein Foto gemacht, bei der Ratsfreude, der mir das geschenkt hat. Okay. Hab mir. Warte mal. Dokumente. Ja, okay, Papa. Hallo, servus. Ah ja, und Leute, ja, danke, Papa. Und Leute, die Tante Sabine, meine Tante, schau, was sie mir geschenkt hat, gewisse Süßigkeiten und Knabbern drin. Und schau, was du da siehst, Süße, da sitzt, was du da siehst. 10-Euro-Schein ist da drin. Geil. Hey, Papa, ich habe insgesamt 60 Euro von da dran bekommen, oder? Da ist doch Kleingeld voll viel. Du siehst, 70, jetzt hast du mehr Geld beieinander. Brauchst du das eh, ne? Ja. Wieder raus, okay? Ja. Jetzt pass auf aufs Geld, gell? Das hätte es. Jo. PS4, was hast du denn zu Hause bei dir? PS4. Aha. Also das andere wäre für die PS5 auch gegangen, das hätte es. Ja, aber das geht auch, PS5. Nein. Doch, steht's ja. PS5. Wo? PS4, PS4. Papa. PS4, PS4. Ach so. Pro. Aha. Und nur für die PS4. Schade. Wir können sie umtauschen mit Rechnung. Nein. Man sieht. Die Rechnung habe ich noch. Irgendwann später wird die PS5 auch mal günstiger. Ja, aber irgendwann einmal inzwischen hast du es. Bei 2 Jahren ist es garantiert. Das. Okay. Also wenn das in einem Jahr kaputt ist. Okay, aber momentan hast du es einmal. Ja, passt, danke, Papa. Weil wenn du nach Hause kommst, kannst du das nehmen einmal, ne? Ja, passt, Leute. Da ist ein Ohrschein drin und
Das rote, das gelbe und 10 und 20 Cent auf. Boah, das ist ja kein Bier. Warte, Herr Pommes, hat er gesagt. Schnauze. Schnauze? Böse. Ja, Leute. Und ich werde jetzt sagen, jetzt beende ich das Video. Ich fahre jetzt bis um 22 Uhr, 10 Uhr oder 11 Uhr am Abend, dann fahren die meisten schon. Und dann ist vielleicht nur noch der Roman fährt immer am frühesten, am ersten weg. Und. Juliane! Wenn ich später mal 60.000, 70.000 Euro kriege, dann kann ich schon zu Hause bleiben und dann werde ich immer mehr Geld kaufen. Wenn sie wegen mir abonnieren. Ah, ja, ja. Ja, gepasst. Okay, danke, Juliane. Ja, und das war gerade meine Cousine, das kleine, ich habe sie 16, und Juliane, das ist eine Brasialerin, und das heißt, das ist von einem anderen Land kommt sie. Und der Herbert ist mein Freund, der Werner ist mein Onkel, der Herbert ist mein Onkel von Juliane, von der Valentina. Und sie hat gesagt, sie mag mich auch abonnieren. Und der Roman ist mein Onkel und die Tante Sabine und der Papa. Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder und dann lasse ich die dann durch die zwei Leute grüßen. Und schöne Grüße an Marvin Spiegel und Marcel 583. Bam! Ich habe die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr von mir auch gegrüßt werden wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Hashtag Glocke aktiv. Dass ich gesehen habe, dass sie mich einfach, dass ich gesehen habe, dass sie mich, dann wird sie vielleicht auch mal gegrüßt. Bin ich mal auch gegrüßt. Viel Glück. Und dass ich gesehen habe, dass das Glöckchen, das Hashtag Glocke aktiv runtergeschrieben habt in die Kommentare. Und Leute, und ich heiße auf Instagram itsdaniel25. Da kannst du auch folgen, bitte. Und ja, Leute, ich wollte euch nur sagen, das war's mit dem Video. Ich sage nicht mehr dazu. Und vielleicht mache ich morgen auch wieder ein Video über ein bestimmtes Thema. Muss ich noch schauen. Ich habe auch Zuckerwattmaschine. Heute nur mal ein bisschen fern. Bis um 23 Uhr oder 22 Uhr sowas, sage ich das nächste Video Bescheid. Das nächste Video, was ich dann hochlade und was mache, sage ich euch Leute, wie das geworden ist noch die Fair. Also nach dem Heiligabend, also bis jetzt ist schon gut gelaufen und bis wie man dann noch fern bis um 22 Uhr. 22 Uhr am Abend oder in der Nacht schon, ja, am Abend. Oder bis 23 Uhr. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in einer Woche oder in einem neuen Daily Blog. Haut rein und Peace. Tschüss.